Wir wollen die Müller nicht mehr. Das ist die Realität. Aus die Maus. In 3 Monaten gibt es Übergangszeugnisse und dann hat diese unfähige Kuh unseren Kindern die Zukunft endgültig versaut. Das wissen wir alle, Wolf. Hier ist von Fritz. Oh, das Ganze. Oh. Und Lukas? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Oh, Tag zusammen. Tag, Frau Müller. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, Ihnen nahezulegen, die Klasse abzugeben. Frau Müller, das sind Kinder. Und die sind total terrorisiert. Und ich auch. Wir wissen, dass Sie eine Therapie machen. Ich muss zur Physiotherapie. Man wird ja wohl noch Rückenschmerzen haben dürfen. Fassen Sie sich gefälligst an Ihre eigenen Nasen, bevor Sie mich hier für Ihre Fehler verantwortlich machen. Wow. Frau Müller? Frau Müller! Hallo? Was kann ich denn dafür, dass deine Tochter zu blöd für sowas ist? Meine Tochter ist nicht blöd! Wenn es um Konflikte geht, wird das hier immer unterirdisch. Ist das so eine Art Arbeiter- und Bauern-Spätschein auf eurer Genkarte oder woher kommt das? Ich werde nicht auf Hartz IV landen, nur damit der Junge jemanden hat, mit dem er Fußball spielen kann. Das wundert mich überhaupt nicht, dass dein Kind so richtig einen an der Waffel hat. Könnte ich bitte noch einmal deine wunderschönen Brüste sehen? Seit wann sind Eltern denn objektiv? Was ist das denn für ein Bockmist? Im Grunde genommen machen wir das in Frau Müllers Interesse. Ich suche Frau Müller. Im Wasser? Die Bräute aus Anatolien. Die lassen sich per Vollmacht in der Türkei verheiraten und fallen dann bei uns ein wie die feindlichen Truppen. Das ist Familienzusammenführung und völlig legal. Und hör doch bitte mal auf mit deiner politisch korrekten Weichspieler-Scheiß. Wir müssen den Kanaken endlich mal einen Riegel vorschieben. Also, was können wir für Sie tun? Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden. Ums Eck bringen? In der Eckkneipe? Nein, nein, nein. Ums Eck bringen. Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten? Ja. Was?